Vincent Müller, der heute auch wieder in der Nachspielzeit überragt. Immer wieder dieser Vincent Müller. Mein lieber Müller, der ist nicht von dieser Welt. Der MSV Duisburg hat eine neue, eine starke Nummer 1 à la Oliver Kahn. Natürlich nur mitbekommen, wie es war jetzt die letzten zwei Jahre und habe auch immer schon gesagt, dass ich das so nicht verstehen kann, dass so ein Verein halt da ist. Aber es ist halt jetzt so und jetzt geht es, ja, eine Wiedergutmachung zu machen. Gratulation, wer auch immer diese Idee hatte, Vincent Müller zum MSV zu holen und zur Nummer 1 zu machen. Absolut Gold. Wenn man sieht, dass die Fans immer beim Training da sind, das hilft auch enorm für uns wahrscheinlich auch diese Saison. Auf welches Duell freust du dich persönlich am meisten? Ich habe einen Freund in Duisburg schon vorher gehabt. Der ist auch so ein bisschen in der Fanszene mit drin. Ich glaube, es reicht, wenn er mich schreibt, ihr könnt alles verlieren, aber nicht gegen Essen. Was für eine überragende Parade! War das bitteschön! Vincent Müller, absoluter Teufelskerl! Du bist 2020 mit Würzburg aufgestiegen. Wie präsent ist diese Erinnerung noch? Das war was ganz Besonderes dieses Jahr. Wenn der drin ist, dann ist es wohl der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Schuppert, Tor! 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 Würzburg macht das 2:2 in der 93. Minute und steigt in die zweite Bundesliga auf. Die Erinnerung, dieser Teamgeist, der dann da geherrscht hat in dem Jahr, das war unfassbar. Auch nach Corona, die Disziplin, die wir hatten, auch Spieler, die halt nie gespielt haben, die trotzdem immer da waren. Und das nimmt man auf jeden Fall sehr, sehr mit. So wie ich die Erfahrung gemacht habe, kann in dieser Liga alles passieren. Und das Ding ist drin! Und jetzt gucken sich hier erstmal alle total verwundert, total überrascht an und laufen zu Torwart Vincent Müller. Was ist gerade passiert? Also ich hab ein Tor geschossen. Ich muss die verhindern eigentlich. Da gibt es viele Mannschaften, die haben ein bisschen mehr Kapazitäten, was Geld angeht, aber es reicht halt nicht in der Liga, glaube ich. Weil am Ende entscheidet, glaube ich, in dieser Liga Kampf. Und einfach nur dieses Tore schießen, dieses Spiel gewinnen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.